Hallo ihr Lieben, heute nehme ich euch mit zu einem Schauspieltraining bei Acting Center Tabakoli. Wieso ich einen Schauspielkurs mache? Nein, ich möchte nicht Schauspielerin werden oder hatte es nie wirklich vor. Ich dachte halt immer, es ist für die Moderation eigentlich ganz gut, dass ich mich in verschiedene Lagen hineinversetzen kann. Und es macht auch Spaß. Wenn ich die ein oder andere Rolle hätte, würde ich auch nicht Nein sagen. Und jetzt nehme ich euch mal mit und dann seht ihr, wie das so abläuft bei dem Schauspielkurs. Und heute haben wir eine richtig coole Szene für euch. Also seid gespannt. Im Acting Center Tabakoli. Hallo! Mr. President. Wir machen heute ein ziemlich schweres Stück von House of Cards. Seid gespannt. Ich bin's nämlich auch. Du bist ja erfolgreicher Schauspieler. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich habe sehr jungen Jahren angefangen mit der Schauspielerei. Bei mir war das so, ich habe mich nicht entschlossen, Schauspieler zu werden, sondern es ist einfach passiert. Weil mein Onkel ist Schauspieler und es hat dann einfach, wie wir damals nach Österreich gezogen sind, aus dem Iran, bin ich dann so einfach reingeschlittert. Ich bin mittlerweile froh zu sagen, dass ich wirklich mein Hobby, klingt klischeehaft, aber wirklich ein Hobby zum Beruf gemacht habe. Es wollen ja sehr viele Schauspieler werden. Was sind so deine Tipps, wie man zu Hause an sich arbeiten kann? Schau, so allgemein Tipps zu geben ist halt immer schwer. Das Einzige, was ich wirklich im Prinzip sagen kann für den Anfang, sich selbst treu zu bleiben. Mit dem meine ich jetzt nicht nur, okay, den Idealen folgen, sondern sich selbst treu bleiben aus dem eigenen Schöpfen. Weil sehr oft fängt man mit der Schauspielerei an und wenn man mit dem Spielen anfängt, entfernt man sich komplett von sich selbst, von eigenen Emotionen, von eigenen Impulsen, die entstehen, die man auch im Alltag hat. Na, sehe ich aus wie First Lady? Hoffentlich. Und Ronny sieht aus wie Mr. President. Ich bin Mr. President. Ich habe es zum Präsidenten leider nicht geschafft, deshalb bin ich jetzt hinter der Kamera tätig. Der beste Schauspieltrainer ever, Moritz Tabakoli. Wie kann jemand seinen Traum verwirklichen, egal ob das jetzt Schauspiel ist oder Arzt? Dranbleiben. Wenn man sich jetzt als Schauspieler, Schauspielerin eine Deadline setzt und sagt, okay, wenn es bis Ende des Jahres nicht klappt in den ersten Rollen und ich höre auf, dann würde ich ganz ehrlich sagen, zu den meisten hörst du dann gleich auf. Weil das spielt es sich nicht. Weil du weißt nie, wann deine Zeit auch kommen wird. Man braucht einen langen Atem. Der Beruf ist wunderschön, der kann auch wirklich brutal sein. Der kann auch wirklich sehr brutal sein. Eben weil man sehr geduldig sein muss und an sich selbst arbeiten muss. Dran zu bleiben, dran zu glauben, alles dran zu setzen, den Weg weitergehen zu können. Ich meine, man muss auch natürlich überleben und sich das auch ganz auch finanzieren. Das klingt hart jetzt, aber kommt dann darauf an, wie sehr man die Schauspielerei und den Beruf halt ausüben möchte. Bereit sein, das heißt an sich arbeiten, bereit sein, weil du weißt nie, wann dieser eine Moment kommen wird. Und wenn dieser eine Moment kommt, dann sollte man ready sein. Wir haben jetzt fertig gedreht und das Ergebnis seht ihr jetzt. Sei bloß nicht so selbstsüchtig. Sowas hast du nicht nötig. Ich bin nicht selbstsüchtig. Und wie? Wir sind mitten in einer Wahlschlacht und sieh uns nur an. Du sagst es. Sieh uns an, Francis. Früher haben wir einander gestärkt. Das dachte ich zumindest. Aber das war eine Lüge. Wir haben dich gestärkt. Ich bin nun mal schwach und klein und ich ertrage dieses Gefühl keinen Tag länger. Na gut. Was willst du dann? Was ist die verdammte Alternative? Bitte Claire, sag's mir, denn ich verstehe das Ganze nicht. Alles, was ich höre, ist, es ist nicht genug. Das Weiße Haus ist dir nicht genug. Die First Lady zu sein ist nicht genug. Nicht genug! Nein. Du bist es, der nicht genug ist. Wenn wir verlieren, und zwar deinetwegen, dann haben wir gar nichts. Keinen Plan.
keine Zukunft. Dann werden wir in der Ferne liefen stehen. Und du willst es gegeneinander aufwiegen? Tja, dann sag ich dir es um die grausame Scheißwahrheit. Und du kannst mich hassen. Du kannst angewidert sein. Du kannst fühlen, was immer du gern fühlen willst, weil es mich ehrlich gesagt längst nicht mehr interessiert. Du bist ohne mich gar nichts. Hörst du? Und du hast recht. Dieses Büro hat nur einen Schuh, was du auch die ganze Zeit über gewusst hast. Und zwar vom ersten Moment an. Und wenn du das jetzt nicht ertragen kannst, dann bin ich ein Dummkopf, weil ich dich überhaupt geheiratet habe. Ich kann es mir aber nicht erlauben, ein Dummkopf zu sein. Ich habe dieses Land zu regieren und eine Nominierung zu gewinnen. Ich mache hier meinen Job. Da ist er draußen und erledigt seinen Job. Und es ist mal Zeit, dass du deinen. Du willst einen Mann, der dir sagt, wo es lang geht? Na schön, dann sag ich dir, wo es lang geht. Du wirst mal mit mir in das Flugzeug steigen und mit nach New Hampshire kommen. Du wirst hübsch lächeln und Hände schütteln und Babys küssen. Du wirst mit mir auf der Bühne stehen, schön, artig und wirst dich benehmen wie die First Lady. Und wenn du all das tust, dann ist mir egal, ob du dir die Freizeit des Sinnes machen kannst. Also, es war eine First Lady zu spielen. Es war sehr spannend, weil ich hatte kaum Text. Ich musste sehr viel spielen. Wie war es für dich, Mr. President zu spielen? Für mich war es sehr interessant, weil ich hatte sehr viel Text. Diesen Text auch entsprechend dann so umzusetzen, war herausfordernd und spannend zugleich. Das war's mit dem heutigen Video. Wo es das nächste Mal hingeht, das verrate ich noch nicht. Ciao! Guten Morgen! Heute nehme ich euch mit zu einem Shooting. Da seht ihr mal, wie das Behind the Scenes so aussieht. Diese Einblicke bekommen normalerweise nur die Fotografen, Visagisten, Stylisten. Das ist die ungeschminkte Wahrheit. The Crew. Yeah. Sarah Katharina. Und Claudia Griechbaumer. Hi.